Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Liebesplanet Venus wird euch ab dem 11. Februar verwöhnen. Einige Konstellationen bringen aber auch Herausforderungen in euren Partnerschaften und Beziehungen. Das geht nicht so sehr von euch aus, eher sind es die anderen, die zu kämpfen haben, und das betrifft euch dann eben auch. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Bei der Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Eure langfristigen Tendenzen habe ich ja im Jahreshoroskop Teil 1 ausführlich beschrieben und die gelten auch im Februar. Bei Bedarf schaut doch nochmal in das Video rein oder ihr könnt das natürlich auch im Jahreshoroskop-Buch nachschlagen. Bei den Geburtstagskindern ändert sich für die langsam laufenden Planeten erstmal nichts, aber wichtig für euch werden im Februar folgende Aspekte. Die Opposition von Saturn auf die Sonne empfangen die Geburtstagskinder vom 25. bis 30. Juni. Und die Lilith fordert die Krebse heraus, die vom 1. bis 5. Juli Geburtstag haben. Und für die Krebsaszendenten von 9 bis 12 Grad steht die Lilith kritisch für die Partnerschaft. Alles dazu habe ich im Jahreshoroskop genau erklärt. Das wunderbare Trigon von Jupiter auf die Sonne empfangen die Geburtstagskinder vom 13. bis 17. Juli. Und so sehen eure aktuellen Konstellationen im Februar aus. Weil der Mond euer Herrscher ist, spürt ihr sicherlich noch die Auswirkungen der Mondfinsternis vom 31. Januar, die viele emotionale Momente mit sich bringt. Besonders wenn ihr selbst Positionen im Löwen im Horoskop habt oder wenn euer Partner Löwe oder Wassermann ist. Falls ihr da Beratungsbedarf habt, scheut euch nicht, bei mir nachzufragen. Mit den ganzen Steinbockplaneten in eurem Partnerhaus habt ihr bestimmt auch viele gute Vorsätze für euer Beziehungsleben gefasst, vielleicht auch auf Wunsch des Partners und ein paar neue Regeln aufgestellt. Zur Mondfinsternis kann es darum einen Streit geben oder eben um das Thema, was ich ja auch schon im Jahreshoroskop angedeutet hatte, dass sich jemand von einer sozialen Aktivität ausgeschlossen fühlt. Hoffentlich seid ihr das nicht, denn Krebsgeborene sind super empfindlich, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwo nicht dazugehören dürfen. Sollte es euch doch erwischt haben, dann bringt das bitte zur Sprache. Vielleicht haben die betreffenden Personen gute Gründe dafür gehabt oder die Situation hat sich gar nicht aus einer bösen Absicht heraus ergeben. Zu Beginn des Monats stehen die Sonne und die Venus im Wassermann und das ist in eurem 8. Haus der Verbindlichkeiten. Das kann frischen Wind in eure festen Beziehungen bringen. Auch der Merkur steht im Wassermann. Unterhaltet euch doch mal mit eurem Schatz darüber, falls ihr gemeinsam eine wichtige Anschaffung tätigen wollt. Aber baut dabei eine nicht zu große Erwartungshaltung auf und übernehmt euch bitte auch nicht finanziell, denn gerade in der ersten Februarwoche könnt ihr dazu neigen, mehr Geld auszugeben, als da ist. Ein Top-Tag ist der Dienstag, der 6. Februar. Dann verstärkt der Mond die gute Energie von Jupiter. Und hier im Zeichen Skorpion. Und das macht euch kreativ, optimistisch und wenn ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr euch unbedingt Zeit zu zweit nehmen. Am 11. Februar beginnt dann die Venus ihre Reise durch das Zeichen Fische. Und das ist ein super schöner Aspekt zur Krebssonne vom 9. Haus aus. Jetzt könnt ihr Liebespläne machen oder der Liebe auf Reisen begegnen. Dabei wird die Venus bis zum 19. Februar die erste Dekade der Krebse verwöhnen. Danach bis zum 27. Februar die zweite Dekade und anschließend die dritte Dekade bis zum 7. März. Der Wermutstropfen dabei ist, dass sich ab Mitte Februar der Mars querstellt, und zwar aus eurem 6. Haus heraus. Und das kann bedeuten, dass ihr vor lauter Verpflichtungen auf der Arbeit nicht so richtig dazu kommt, die schöne Venus-Energie zu genießen. Außerdem müsst ihr auch auf euer Immunsystem aufpassen. Mars im Gesundheitshaus zeigt, dass man zu Entzündungsreaktionen neigt. Wenn ihr darauf achtet, für genug Pausen sorgt und euch gesund und vitaminreich ernährt, könnt ihr dieses Problem im Griff behalten und euch Freiräume schaffen für schöne Erlebnisse in der Liebe. Wenn ihr alleinstehend seid, ist das ein sehr schöner Aspekt hier mit der Venus in 9, um kulturelle Aktivitäten zu genießen oder um euch ein Seminar zu gönnen mit einem Thema, was euch am Herzen liegt. Und dabei könnt ihr dann auch wieder tolle Leute kennenlernen.
Diese Energie verstärkt sich im Laufe des Monats, aber zuerst müssen wir uns den Neumond anschauen. Der findet am 15. Februar im Zeichen Wassermann statt und für die Neumond-Meditation bietet sich das Thema Gemeinsamkeit an, außerdem gemeinsame Werte und demgegenüber auch eure Unabhängigkeit und euer Selbstwert. Wie viel Partnerschaft und Gemeinsamkeit braucht ihr, um euch wichtig und wertvoll zu fühlen? Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr visualisieren, wie ihr euch eine Partnerschaft wünscht und ob ihr überhaupt bereit dafür seid, eure Unabhängigkeit aufzugeben. Der gute Aspekt zu Uranus kann euch dazu auch helfen, neue Beziehungsmodelle wie zum Beispiel eine Fernbeziehung in Betracht zu ziehen. Vielleicht besteht ja die Lösung für ein Partnerschaftsproblem darin, eine Beziehung einfach anders zu leben, als ihr es bisher gedacht hattet. Am Freitag, den 16. und Samstag, den 17. Februar, sind zwei Top-Tage für euch, wenn der Mond hier zusammen mit der Venus und Romantikplanet Neptun in den Fischen steht und diese liebevolle, kreative Energie in euer Zeichen lenkt. Ihr seid inspiriert und könnt wunderschöne Erlebnisse zu zweit oder auch in einer Gruppe und mit Freunden haben, wenn ihr etwas Kulturelles unternehmt. Vielleicht könnt ihr an dem Wochenende einen Kurztrip einplanen, das wäre ideal. Am 18. Februar gehen der Merkur und die Sonne ins Zeichen Fische und verstärken den schönen Venus-Aspekt aus eurem 9. Haus heraus. Und auch am 21. Februar sieht es nach einem Top-Tag für euch aus. Und wenn ihr noch keinen Herzenspartner gefunden habt, könntet ihr dann einem seriösen, interessanten Menschen begegnen, der euch gefällt. Die zweite Februarhälfte bis zur ersten Märzwoche eignet sich wirklich gut für eine Reise oder um euch mit eurer Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Dabei erfahrt ihr Selbstliebe, aber ihr könnt auch tolle Leute kennenlernen. Immer vorausgesetzt, dass der Mars nicht dazwischen funkt und ihr plötzlich Überstunden schieben müsst oder krank werdet, dürfte der Rest des Monats sehr harmonisch und kreativ für euch verlaufen. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.